Guten Morgen. Fast jeder Mann spürt in seinem Leben irgendwann den Erwartungsdruck. Den Erwartungsdruck, ein Klischee zu bedienen. Das Klischee des Mannes. Smart, seine Emotionen im Griff, produktiv und belastbar. Viele geschlechtsspezifische Merkmale sind das Ergebnis sozialer Erwartungen und nicht genetisch bedingt. Und wir als Männer sind nicht wie Schwule, Muslime oder Frauen im Radar des gesellschaftlichen Engagements. Stell dir doch mal vor, dass man Dinge, die man absolut ohne Probleme in der Öffentlichkeit sagen kann, wie ja, der Mischa, der ist wie alle Jungs, der kann nie ruhig sitzen und natürlich können Jungs auch mit Puppen spielen, aber das machen halt trotzdem kaum welche. Es ist einfach so. Oder das Schöne an Männern ist, dass sie so unkompliziert sind und man nicht mit dem Emotionschaos umgehen muss. Stell dir mal vor, man würde diese Pauschalisierungen über Muslime in unserer aktuellen politischen Debatte sagen. Diese Muslime, oder man sagt, dieser Muslim, ach, der ist genau wie alle anderen. Ne? Klar gibt es Ausnahmen, aber eigentlich kann man sie alle über einen Kamm scheren. Merkst du das, wie sofort was in dir rebelliert? Oder man sagt, ja Frauen, das ist, ist immer dasselbe. Klar gibt es Unterschiede, aber generell Frauen, das. Man will instinktiv irgendwie die Muslime schützen oder die Frauen schützen und die Einzigartigkeit und die Individualität der jeweiligen Menschen herausstellen. Männer haben diesen Schutz nicht. Männer haben seit der Kindheit diesen Druck im Nacken. Hier hinten. Sei bloß kein Weichei. Bring Leistung. Sei stark. In einer Untersuchung sollten die Mütter beurteilen, wie gut ihre Kinder steile Hindernisse überwinden können. Die Mädchen? Die wurden komplett unterschätzt und entsprechend mit Lob und positiven Gefühlen überhäuft, wenn sie es über einen kleinen 20 cm Hügel geschafft haben. Jungs hingegen wurden von ihren Müttern gepusht, diesen läppischen 1 Meter Hügel doch zu überwinden und in der vorherigen Umfrage chronisch überschätzt. Diese Erwartungshaltung an Jungen, was Leistungsfähigkeit angeht, sind alle Jungen seit der Kindheit ausgesetzt. Ist es dann verwunderlich, dass so viele Männer mit Persönlichkeitsspaltung aufwachsen. Wie soll sich ein Junge denn schützen, wenn schon die Mama verkorkste Vorstellung von Männern hat? Der kleine Junge will doch die Erwartungen seiner Mama, seinem emotionalen Anker erfüllen. Er bemüht und verbiegt sich, um diesen Erwartungen gerecht zu werden. Aber die Kastration seiner Persönlichkeit geht weiter. Die Gesellschaft zwingt ihn, ja, sich nur auf eine bestimmte Art und Weise zu kleiden. Sonst droht die Macht der gesellschaftlichen Ausgrenzung. Das bedeutet, nach der Mutter muss er der Gesellschaft wegen seiner Persönlichkeit unterdrücken. Während junge Mädchen seit ihrer Kindheit das Recht haben, Röcke und Hosen zu tragen, ist es gesellschaftlich verpönt, wenn Jungen und dann später Männer Kleider oder Röcke tragen. Es entspricht nicht unserer Kultur. Während Frauen bedenkenlos alle Farben tragen und sich modisch komplett entfalten dürfen, erzeugt ein Pink oder ein Rosa immer noch Vorteile und gesellschaftliche Ächtung, wenn es ein Mann trägt. Raufereien unter Männern werden oft mit einem Lächeln abgetan, so sind sie eben die Kerle. Und wenn ein Mann einem anderen Prügel androht, dann gibt es immer noch einen erheblichen Teil der Männer, der trotz gesellschaftlicher Aufklärung spürt, dass er jetzt stark sein muss und sich dem Kampf stellen muss, bloß keine Schwäche zeigen. Und das Bizarre daran ist, dasselbe Klischee erfüllen derzeit Frauenrechtlerinnen. Anstatt dass diese Frauenrechtlerinnen Aufklärung betreiben und Männern und ihre unterdrückten Emotionen in den Mittelpunkt stellen, werden sie selber zu einem Klischee der starken Emanze. Wir können auch wie Männer sein, das können wir auch und bedienen damit das Klischee des Mannes. Springt ein junger Mensch von einer hohen Klippe, um Anerkennung zu bekommen, finden sich immer zwei weitere, die schreien, ich kann das auch. Ich kann das auch, ich bin auch so mutig. Anstatt mal zu hinterfragen, wo das Problem ist. Und das ist die Unterdrückung der Persönlichkeit von Männern. Männern wird auch nicht beigebracht zu kommunizieren, sondern ihnen wird beigebracht Probleme zu lösen. Und dann eingeredet, das macht ihr Gehirn ist so verdrahtet, obwohl es da keinen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt, nur Indizien. Und das beginnt auch wieder in der Schulzeit. Das beginnt damit, dass Männer oder Jungs
eigentlich nicht so haben sollen. Mach einfach weiter. Ne? Intellektuelle und kommunikative Auseinandersetzung wird bei Frauen viel mehr kultiviert. Aber wie soll sich das auch ändern in unserer Gesellschaft, wenn Komiker und Unterhaltungsindustrie das auch immer wieder unterstützen und Männer und Frauen ganz stark voneinander abgrenzen? Aber auch der spirituelle Bereich, da macht es nicht besser. Frauen- und Männerkreise, das ist allgemein anerkannt. Und da gibt es eben Dinge, da stört die weibliche Energie. Da müssen wir unter uns Männern sein. Bei Frauen analog. Oh nein, die männliche Energie würde hier total stören. Das sind Themen, mit denen Männer einfach nichts anfangen können. Auch Männer selber, einmal konditioniert, prägen und unterstützen dieses Bild und machen sich lustig über die heutige Verweichlichung und die Übersensibilisierung der heutigen Männer. Genau diese Sensibilisierung hat dazu geführt, dass Menschenrechte im Laufe der menschlichen Evolution immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Diese Sensibilisierung hat dazu geführt, dass wir anfangen, ökologischer zu denken, um unseren Planeten, um Mutter Erde zu schützen. Männer kompensieren diese unterdrückte Persönlichkeit auf vielfältige Weise und Gewaltverbrechen an der Gesellschaft sind fast ausschließlich von Männern ausgeübt. Wen wundert das? Warum erkennt die Gesellschaft dieses Grundproblem nicht und setzt sich aktiv politisch und gesellschaftlich für Aufklärung ein? Warum betrifft es nur die Frau? Warum muss der Mann diese Last alleine auf seinen Schultern tragen? Warum muss er wütend um sich schlagen, um Aufmerksamkeit betteln, anstatt dass dessen Probleme anerkannt und aufgearbeitet werden? Ich persönlich fühle mich ganz oft sehr einsam in dieser stereotypen Gesellschaft. Weinen wir Männer wirklich einfach seltener oder haben wir nur gelernt, weniger zu weinen? Schmusen wir Männer wirklich nicht gerne auch vielleicht mit anderen Männern? Oder haben wir nur gelernt, nicht mit anderen Männern zu schmusen? Ich bin doch nicht schwul! Haben wir je die Möglichkeit gehabt, neugierig andere Männer zärtlich zu erkunden? Nein, niemals! Wenn du ein Mann bist, stoßen dich wahrscheinlich diese Aussagen ab und ich kann dich zu 100% verstehen. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Es ging mir persönlich genauso. Aber Leben bedeutet Fragen zu stellen und Erfahrungen zu machen. Ich habe noch 2 Buchempfehlungen für alle Menschen, die sich da gerne weiter informieren wollen. Eins ist Raising Cain, Protecting the Emotional Life of Boys und Männerseelen, ein psychologischer Reiseführer. Beides ist unten verlinkt. Meine Reise zu meiner Persönlichkeit, zu meinem Mannsein, was auch immer das bedeutet, das ist noch lange nicht zu Ende. Aber eines weiß ich, ich werde versuchen, andere Männer in meiner Umgebung immer ein Ohr und eine warme Brust anbieten zu können, um sich selber zu finden. Dein Samuel.